Ja, hallo und herzlich willkommen. Endlich mal wieder ein DC-WM. Ich habe den Brief ja einmal aufgemacht und natürlich so rumgedreht, damit man die Adresse nicht sieht. Deswegen packe ich einmal alles aus. Ich habe noch nicht reingeguckt. Das verspreche ich euch hoch und heilig. Dieses TCWM stammt von Robin Seelinger. Ich glaube, so heißt er auch bei YouTube der Gute. Ja, und dann werde ich jetzt hier einmal schauen. Erstmal natürlich den Brief. Lege ich die Karten nochmal beiseite. Also, Brief zuerst, dann Tausch. Extras zuletzt bitte. I love C Peace. Das kann ich gar nicht richtig lesen. Kann das jemand lesen da unten, das Wort? Das tut mir leid, dass ich das jetzt nicht korrekt lesen kann. Oh, ich hoffe aber, deine Schrift ist dann doch ordentlicher. Ja, das kann ich doch gut lesen. Also, hi Garados Damage. Ich freue mich sehr über unseren ersten und nicht letzten Tausch wahrscheinlich. Ich habe auch noch gesehen, dass du ein Deck baust. Ich hoffe, dass du die Karten Extras gebrauchen kannst. Mehr kann ich jetzt nicht schreiben. PS, wer ihn nicht abonniert hat, ist etwas unschlau. Also abonnieren ist Pflicht. Sorry für die hässliche Schrift. Ja. Nein, die Schrift ist doch ganz ordentlich. Ja, also was. Nee, warte mal, was stand da jetzt nochmal? Da muss ich nochmal ganz kurz hier lesen. Also Tausch, Extras zuletzt bitte. Okay, also erstmal den Tausch. Also ich sehe hier ein Paket mit Extras drauf und hier sehe ich ein Tauschpaket. Dann gehe ich hier mal drauf. Oh, geil, geil. Schon direkt Hammer, weil ohne Tesafilm. Ich krieg direkt hier alles perfekt ab. Muss ich mal hier kurz gucken. Ist das hier? Hammergeil, der Tausch, hammergeil, der Tausch. Oh, das hier sind noch Extras auch, die lege ich dann auch nochmal beiseite. Aber erstmal der Tausch und der Tausch ist so Hammer. Legende hier vollständig, wie ihr sehen könnt. Das ist die Legende von Palkia und Dialga. Die fehlen mir noch, die Legende. Herrlichst, herrlichst. Herrlichst, das muss ich hier ehren. Das muss auf jeden Fall geehrt werden. Ja, dann auf jeden Fall hier einmal die Legende. Da brauche ich jetzt noch das Gegenstück. Wer also das Gegenstück hat, mir bitte geben, tauschen. In einem FCBM auch gerne gesehen. Nein, natürlich tauschen, die ist natürlich wertvoller. Ja, und natürlich das hier, das ist der Bomber. Reshiram EX Full Art. Ja, das ist nicht mal ein EX, das ist einfach Reshiram Full Art. 130 KP, Wutanfall, naja, ich will gar nicht zu viel spoilern, vielleicht kommt das noch in einem Mystery-Pokémon, weiß ich noch nicht, ob ich da noch was Einzelnes zudrehe, aber auf jeden Fall, Hammertausch, wirklich geil. Ich hoffe, so schnellstmöglich, dass mein Tausch dann endlich bei dir ankommt, also richtig krass. Da muss ich jetzt mal hier kurz gucken, also hier steht extra 2 drauf, hier steht extra 3 drauf, hier steht extra 4 drauf, da steht extra 5 drauf. Gut, Alter, wie viele Extras du dabei gepackt hast. Ham, Alter. Ha, guckt euch den Stapel an, das ist nicht mehr witzig. Das ist krank. Ja, da muss ich das mal einmal kurz hier abreißen. So. Also, das Teddy Ursa ist auf jeden Fall eine Signature Card und da steht dieses Pokémon ist süß. Da. Hä? Das ist das Gegenteil. Da bist. Bitte hör nie auf. Ich kann es gar nicht richtig lesen. Leider. Schade. Irgendwas von das ist das Gegenteil. Naja, ich hoffe, verzeih mir bitte, dass ich das nicht lesen kann. Ich versuche das nochmal zu lesen. Dieses Pokémon ist süß. Du bist das Gegenteil. Du bist cool. Achso, dieses Pokémon ist süß. Du bist das Gegenteil. Du bist cool. Bitte hör nie auf. Ja, mal sehen, wie weit ich noch mache. Ne? Ich weiß nicht, ob ich irgendwann aufhöre. Also mittlerweile bin ich an dem Punkt angelangt, wo ich sage, ich höre auf jeden Fall nie auf, weil es einfach übelst Bock macht. Ja? Und dann gehe ich jetzt einfach mal hier die Liste durch. Was haben wir denn hier? Also hier haben wir einen Teddy Ursa, einen Chelast,
Ein Anorith. Ein Glumanda. Very nice. Das Glumanda ist richtig geil. Das kommt hier auf jeden Fall direkt zu den Classics. Dann das Karpador, auch richtig geil. Dann Kangama. Very nice. Kramsiv, Enton, Tentantel, das Karpador. Oh, das ist so in meinem aktuellen Deck drin. Womit ich natürlich nicht mehr auf Turnieren spielen kann, ich weiß. Tohaido, dann Schlurbleck, Relikant, dann Krüppuk, dann Hundemon, Ambidifel, Skorgro, oh Skorgro, ich liebe Skorgro. Elektroball, Pinsir, Machomai, Grillcheetah, Ratikal, Marifull, dann haben wir hier noch einen Matrifol, dann ein Pokémon Stadium, Pokémon Wettbewerbshalle, Boyelin, Gyarados, hammergeiles Gyarados, Dreck Classics, oh mein Gott, ich liebe Gyarados, naja, unschwer zu erkennen, ein paar, ein Parfi, ein Igamaro. Cool, das sind auch schon die neuesten Karten, das ist geil. Also Dokles, dann ein Lilia, dann ein Hypotoxinlaser, dann ein Super Anziehungskraft, rettender Schal, Bell, Rückentwicklungsspray, Beleber, Sharon, Pokémon Fänger, dann ein Rückauslöser, Team Plasma Rüpel, ein Akromat, dann ein Wurzelfossil Lilip, Sharon. Und riesige Robe. Und dann noch eine Aufbereitung. Ja, also, ob ich die Karten gebrauchen kann, ist natürlich gar keine Frage. Natürlich kann ich alle gebrauchen. Also mittlerweile bin ich erstmal dabei, nur die Trainerkarten zusammenzusuchen. Pokémons kommen erstmal später für meinen Deckbau. Erstmal nur die Trainerkarten. Ja, so, dann haben wir hier direkt mal weiter. Extra 2. So, da haben wir hier wieder eine richtig geile Hülle dabei. Die muss ich auch mal direkt zeigen. Ich weiß nicht, wie man an solche geilen Hüllen drankommt. Von Black and White oder so. Also keine Ahnung, das ist richtig geil. Boah. Die Hülle ist also vollgepackt. So, was haben wir denn hier? Ja, hier haben wir ein Petsneef, ein Symvolara. Ein Stalos, ein Barschuft und ein Voltoball. Ah, jetzt klingelt das Telefon im Hintergrund, aber ich gehe nicht ran. So, dann haben wir hier noch ein Extra 3. Wie geil, ein Volbeat. Ein Klick-Klack und ein Vati. Übrigens eine sehr coole Band, Volbeat. Sehr nice, sehr nice. Boah, Alter, hammer krasse Extras, Mann. Ja, richtig geil. Also an der Stelle schon mal hammer krasses Dankeschön. Boah, krass. Alter, die Extras sind mega fett. Bis jetzt kann ich mit allen Extras auf jeden Fall was anfangen. Und diese Karten hier, die sehen etwas abgenutzter aus. Ich hoffe, das sind alte Karten. Und es sind alte Karten. Hammer geil. Ein Supertrank, ein Mankey, ein Dickter, ein Bisasam, ein Sterndu, ein Natu, ein Quapsel, ein geiles Evoli, hammergeil, hab ich so noch nicht gesehen. Ein Rehorn, ein Seepur, ein Alpollo, ein dunkles Rasa, wie geil ist das denn bitte? First Edition, hammergeil. Alter, was du mir hier alles beigepackt hast, das kann ich alles gar nicht dir zurückgeben, so. Krass. Mein Brief ist dagegen low. Glaub mir mal, glaub mir mal. Junge. Das ist hammerkrass. Jetzt toppt das wahrscheinlich noch. Jetzt kommt er hier mit dem extra 4. Ne, war das extra 5 war das. Alter, 5 Extras. Mega fett. 5, was ist das hier noch? Alter. Gyarados, direkt mal dieses Hammer Gyarados, was schon in meinem Deck ist. Hammergeil. Ich liebe dieses Gyarados. Meine oberkrasseste Lieblingskarte. Alter. Ich bin dabei, Alter, ist das geilst. Emboreos. Alter, wie geil ist das denn? Hammergeil in Holo. Kranke Scheiße. Atmurai, bist du denn des Wahnsinns? Atmurai Holo, richtig krass. Was ist das denn? Alter, Luxtra.
Luxtra ist sowieso auch einer meiner Lieblings-Pokémon, um das mal kurz zu erwähnen. Luxtra, das sieht aus wie ein Luxtra-Holo. Also so ein schimmerndes Holo. Also, ich weiß nicht, was es ist. Die Karte ist krass. Und dann noch eine Trainerkarte. Sieht auf jeden Fall nice aus. Kenne ich auf jeden Fall nicht, die Karte. Ja, hammergeil. Auf jeden Fall richtig geile Karten dabei. Die Extras sind, boah. Die Extras fetzen teilweise mehr als die Tauschkarten. Auf jeden Fall. Mega fett. Das ist geil. Boah, auf jeden Fall war das nicht unser letzter Tausch. Glaub mir mal, glaub mir mal. Wir werden noch tauschen. Wir werden noch einigen Tausch über die Ladentheke ziehen. Hammerkrasse Extras. Ich danke dir auf jeden Fall, Robin Seelinger. Mega fett. Ich hoffe endlich mal, mein Brief kommt an, Mann. Und ich hoffe, mein Brief gefällt dir genauso wie deiner. Ich hoffe, dein Brief gefällt dir genauso wie mir deiner. Hammergeil. Ja, was soll ich da großartig noch sagen? Ne? Da kann ich nur hier die fetten Tauschkarten erwähnen und natürlich hier das ganze Arsenal von den Extras. Krass, 5 Extras. Boah, fett. Alter. Geil, auf jeden Fall geil. Daumen hoch, also Robin Seelinger, ne, wenn du da irgendwas mit Poketubing da machst jetzt, dann auf jeden Fall Robin Seelinger angucken, wenn er da weitermacht. Dann, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich bin auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle hier raus. Ihr habt das TCBM gesehen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja? Auf jeden Fall danke Robin Seelinger nochmal für diesen genialen Tausch. Und wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.